In den Physikbüchern ist ja angegeben, dass klein g, also das Gravitationsfeld der Erde, machen wir ein kleines e dran, in der Nähe der Erdoberfläche ungefähr 9,81 Meter pro Quadratsekunde groß ist. Und wie gesagt, das ist eine Schätzung, aber in diesem Video wollte ich mal gucken, ob wir mit den Mitteln, die wir bisher schon so haben, also den Formeln, die wir kennen und den Überlegungen, die wir bisher schon angestellt haben, ob wir diese Konstante auch schon ausrechnen könnten oder ob das wesentlich komplizierter ist, als wir uns das vielleicht gerade denken. Und danach wollen wir auch noch schauen, wie sich diese Konstante denn eigentlich verändert, wenn ich mich immer weiter und weiter und weiter von der Erdoberfläche entferne. Zum Beispiel, bis ich irgendwann so hoch bin wie die ISS hier zum Beispiel, also wenn wir uns im Orbit der Internationalen Raumstation befinden, wie das eigentlich da aus mit der Gravitationskraft oder besser gesagt mit dem Gravitationsfeld der Erde. Ich meine, immerhin, wenn man sich so die Videos anguckt, dann ist ja da immer alles ziemlich schwerelos. Das heißt irgendwie, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist die da negativ oder vielleicht gibt es die gar nicht oder vielleicht ist die nur ganz, 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 ganz klein. Lassen wir uns überraschen. Also, fangen wir erstmal mit der hier oben an. Das ist die Fallbeschleunigung oder wie gesagt, das Gravitationsfeld der Erde. Das heißt, selbst wenn wir gar keine Idee hätten, wie wir denn auf diese Konstante kommen könnten, denke ich, macht es ja schon mal Sinn, wenn man sich sagt, hat was mit Gravitation zu tun, gucken wir uns auch mal das universelle Gravitationsgesetz von Newton an. Und das besagt ja, dass sich zwei Objekte, zwei massereiche Objekte immer gegenseitig anziehen. Hört sich gut an. Nehmen wir doch als ein Objekt einfach die Erde und ja, halt irgendein anderes Objekt, das sich auf der Erdoberfläche befindet. Dann sind wir ja schon mal ein Stück vorwärts gekommen. Also, schauen wir uns nochmal an, wie berechnet man die Gravitationskraft? Also, Newton hat ja gemeint, das geht folgendermaßen. Ich mache jetzt mal Betragsstriche drum, weil uns nur der Wert interessiert. Man nimmt eine universelle Gravitationskonstante, groß G. Die habe ich dir hier oben schon gegeben. Obwohl das ein großer Buchstabe ist, ist das eine unwahrscheinlich kleine Zahl. Also, mal 10 hoch minus 11 heißt, du musst den Punkt hier nochmal 11 Stellen nach links verschieben. Ist also eine ganze Menge. Und die multipliziert man mit den beiden Massen der Objekte. Ich nenne die jetzt mal klein m und groß m. Dann sparen wir uns die kleinen, die Subskripte hier unten immer, also die Indizes. Und das Ganze teilen wir noch durch den quadrierten Abstand von den beiden Massemittelpunkten. So, das hört sich natürlich wieder kompliziert an, deswegen kurze Erklärung, warum Massemittelpunkte. Also, wenn das hier die Erde ist, dann ist ja hier ungefähr der Massemittelpunkt von der Erde. Und der Massemittelpunkt, den wir als zweites Objekt heranziehen, befindet sich ja hier oben dann irgendwo. Und der Einfachheit halber gehen wir mal davon aus, dass die Masse von dem zweiten Objekt auch wirklich direkt auf der Erdoberfläche liegt, sozusagen. Selbst wenn das nicht so wäre, wären das vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ein, zwei, vielleicht auch 100 Meter mehr. Ich habe dir hier unten mal den Radius von der Erde gegeben, den wir dafür gleich brauchen werden. Du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt hier noch wenige Meter draufrechnen würdest, würde das natürlich an der Rechnung hier oben nachher nicht mehr allzu viel verändern. Und wir gehen auch noch davon aus, ein bisschen, um das Ganze zu vereinfachen, dass die Erde eine perfekte Kugel ist. Hat halt den Vorteil, dass wenn wir das hier ausgerechnet haben, können wir einfach behaupten, das gilt einfach überall, weil ist ja eine Kugel, also ist der Radius auch überall genau gleich groß, sprich der Abstand zum Mittelpunkt ist immer genau gleich groß. So, hilft uns aber noch nicht komplett weiter, weil wir wollen ja hier irgendwie eine Beschleunigung oder zumindest auf jeden Fall mal irgendwas mit einem kleinen g berechnen und das steht hier ja irgendwie noch nicht drin. Aber Newton hat ja unter anderem auch sich mit der Mechanik beschäftigt und hat generell mal behauptet, dass man eine Kraft oder dass sie eine Kraft zusammensetzt aus der Masse eines Objekts und seiner Beschleunigung. So, machen wir da auch wieder Betragsstriche drum, weil uns wieder nur die skalare Version davon interessiert. Wenn wir uns das so angucken, dann denke ich, ist ja gut nachvollziehbar, wenn ich beide Seiten einfach mal durch m teile, also durch die Masse des Objekts, dann kürze ich das ja hier raus. Und hier bleibt das natürlich noch stehen. Das heißt, ich kann die Beschleunigung von einem Objekt immer berechnen mit der Kraft, die auf dem Objekt wirkt, durch die Masse des Objekts. So, und wenn das hier oben ja auch nur eine Beschleunigung ist, dann kann ich auch einfach behaupten, dass ich diese Beschleunigung berechnen kann, wenn ich einfach die Kraft nehme, die halt auf irgendein Objekt wirkt und das durch die Masse des Objekts teile. Oder das hier oben. Also dieses FG, haben wir ja hier schon gesagt, ist äquivalent zu dem ganzen Ausdruck hier. Das heißt, ich kann auch einfach den ganzen Ausdruck hier durch m teilen und müsste immer noch das gleiche Ergebnis kriegen. Das hat einen großen Vorteil, und zwar, dass wir dieses kleine m hier rauskürzen können, was im Endeffekt nämlich auch total Sinn macht, weil das ist ja eine universelle Konstante hier, die für jedes Objekt gilt, egal wie schwer es ist. Wir werden ja alle gleich stark von der Erde angezogen. Es ist ja nicht so, dass
Häuser stärker angezogen werden als Eichhörnchen zum Beispiel. Das heißt, dass hier das kleine m, also die Masse von dem zweiten Objekt, irgendwie keine Rolle zu spielen scheint, macht auf jeden Fall Sinn. So, und dann haben wir eigentlich nur noch Werte über, würde ich behaupten, die wir auch schon gegeben haben. Also wir haben das Groß G, die universelle Gravitationskonstante, wir haben das m, und zwar in dem Fall natürlich die Masse der Erde, weil wir wollen ja das Gravitationsfeld der Erde berechnen auf der Erdoberfläche. Und da das die Erdoberfläche ist, brauchen wir einfach nur den Radius hier unten nehmen. Praktisch, dass das hier ein kleines r ist. Und quadrieren den einfach und haben wir dann schon alles, was wir haben wollten. Also gucken wir doch mal, was der Taschenrechner dazu sagt. Also, das brauchen wir nicht. Wir brauchen 6,6738. So, und jetzt dieses mal 10 hoch minus 11 kann ich natürlich einfach so eintippen. Auf den Taschenrechnern ist aber meistens irgendwie so eine Exponententaste drauf. E oder EE oder hier ist es exp direkt. Und dann braucht man nur noch den Exponenten von diesem mal 10 eingeben. Spart einem ein bisschen Tipparbeit. Vor allem, wenn man so eine Notation später vielleicht mal häufiger gebrauchen wird. So, wir haben also schon groß G. Das multiplizieren wir jetzt noch mit der Masse der Erde. 5,9722. Ups, das war nicht die 2. 5,9722. Mit dem Exponenten von 24. Oh ja, vielleicht gebe ich dir nochmal eine kleine Vorstellung davon, wie viel 10 hoch 24 eigentlich ist, also wie viel wiegt unsere Erde eigentlich. Ich mache das immer so, ich nähere mich einfach langsam daran. Wenn ich jetzt mal 10 hoch 6 nehmen würde, dann wären das ungefähr 6 Millionen Kilogramm. Wenn wir 10 hoch 9 nehmen, sind das ungefähr 6 Millionen Tonnen. Also du kannst dir vorstellen, 9 ist ja noch lange nicht bei 24 in der Nähe. Das heißt, unsere Erde ist wirklich unwahrscheinlich schwer, die wiegt wirklich einiges. Was auch der Grund dafür ist, dass wir alle von der Erde angezogen werden, weil die halt eben so enorm viel Masse hat und wir eben einfach nicht. So, und das Ganze wollten wir noch teilen durch den Abstand der beiden Massemittelpunkte. Also haben wir gesagt, ist einfach nur der Radius der Erde. Aber aufgepasst, das hier unten ist ja noch die Angabe in Kilometern. Wenn wir das noch umrechnen, 6371 Kilometer mal 1000 haben wir 6.371.000 Meter. Also 6,371 mit einem Exponenten von 6. Eine Million hat 6 Nullen. Und das Ganze quadrieren wir noch. 9,819. Also wenn wir runden, 9,82 Meter pro Quadratsekunde. So, bevor wir weitermachen, schneide ich mal das hier eben aus, dass das ein bisschen hübscher aussieht. So, kann man das ein bisschen besser lesen. Ja, jetzt stellen sich mir auf jeden Fall zwei Fragen. Erstmal müssen wir gucken, ob das Ergebnis generell sinnvoll ist. Also die Zahl sieht zwar ähnlich aus wie die hier oben, aber nur um sicher zu gehen, kriegen wir überhaupt wirklich die Einheit raus, die wir rauskriegen wollen, also Meter pro Quadratsekunde. Schauen wir doch mal. Wir haben hier oben Kubikmeter durch Kilogramm mal Quadratsekunde. Also mal davon ab, dass das eine unwahrscheinlich seltsame Einheit ist. Multiplizieren wir die mit einer Masseeinheit, also mit diesem Kilogramm hier. Das heißt, dieses Kilogramm kürze ich raus. Und wir teilen dann nochmal durch eine Längeneinheit zum Quadrat. Wir haben das ja gerade hier in Meter umgerechnet. Also wird hier unten sozusagen fiktiv noch ein Quadratmeter stehen. Naja, und das kürze ich ja raus mit der 3 hier oben. Haben wir also Meter durch Quadratsekunde. Passt also. Das heißt, unser Ergebnis ist auf jeden Fall so konsistent mit den Rechnungen, die wir gemacht haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das ein Unterschied? Also warum haben wir hier 9,82 und hier 9,81? Und ich kann dir nicht alle Gründe dafür nennen, aber wohl die zwei wichtigsten sind wohl, dass einmal die Erde leider nicht eine perfekte Kugel ist, so wie wir es vorhin angenommen haben. Die Erde dreht sich ja um ihre eigene Achse und ist dabei sogar noch ein bisschen geneigt, was dazu führt, dass der Abstand vom Erdmittelpunkt zu den Polen minimal kleiner ist als vom Erdmittelpunkt zum Äquator. Also du kannst dir vorstellen, wenn du einen Luftballon nimmst und oben und unten ein bisschen drauf drückst, dann wird es ja an der Seite ein bisschen breiter. Das ist sozusagen dieser Effekt von dieser Drehbewegung. Plus die Dichte der Erde ist nicht überall an allen Punkten gleich, was auch noch einen kleinen Einfluss darauf hat, wie groß diese Fallbeschleunigung ist. So, also haben wir zeigen können, dass das Ganze so, wie wir es gerechnet haben, auf jeden Fall ziemlich dicht an dem Original dran ist. Das heißt, wir könnten mit der gleichen Formel auch einfach ausrechnen, wie sieht das denn nun aus hier oben in der ISS? Also, die Typen hier oben in der ISS, habe ich herausgefunden, schwirren immer so in 400 Kilometern Höhe rum. Und das heißt ja, das große G bleibt natürlich gleich, die Masse der Erde
hat sich auch nicht verändert. Das heißt, der Abstand hier unten hat sich dann verändert. Wir müssen also auf diese 6371 Kilometer nochmal 400 draufrechnen. Heißt, also ich nenne es mal G in der Höhe von 400. So, und jetzt können wir mal gespannt sein, was da rauskommt. Wie gesagt, die Vermutung könnte sein, dass es 0 ist oder vielleicht sogar negativ oder ziemlich, ziemlich klein, weil, wie gesagt, ist ja schwerelos da oben. Schauen wir doch mal. Also, wir haben das gleiche wie eben. Groß G mit 6,6738 mal 10 hoch minus 11. Und das multiplizieren wir noch mit der Masse der Erde, 5,9722, mit dem Exponenten von 24 und teilen das durch, und jetzt aufgepasst, 6, und 400 nochmal drauf, 771 mit einem Exponenten von 6. Das quadrieren wir und Trommelwirbel, 8,77. 8,77 Meter pro Quadratsekunde. Und das ist ja jetzt relativ seltsam. Also wir haben uns ja jetzt sozusagen irgendwie hier befunden, nur minimal höher, ist natürlich jetzt nicht, ist nicht maßstabsgetreu, aber so vom Prinzip, damit man so ein Gefühl dafür kriegt, was wir gerade gemacht haben. Und irgendwie erwartet wäre ja eigentlich was anderes. Wenn hier oben alles schwerelos ist, warum wirkt dann immer noch die Gravitation da drauf? Oder viel eher, warum sieht man nicht, dass die Gravitation auf die ganzen Objekte wirkt? Ist eine ziemlich gute Frage. Ich habe auch schon ein ganzes Video dazu gemacht. Deswegen kommt hier jetzt noch mal so eine kleine Zusammenfassung sozusagen. Stell dir vor, ein Objekt befindet sich hier oben. Dann wird das genauso angezogen, wie wir gesehen haben, sogar mit einer ähnlich großen Kraft, wie wir hier unten auf der Erdoberfläche. Allerdings der Unterschied zwischen uns und dem Objekt hier oben ist, dass sich das Objekt hier oben mit einer unwahrscheinlich schnellen Geschwindigkeit in irgendeine Richtung bewegt. Also ich nenne es jetzt mal hier, oder sagen wir mal, die ist senkrecht zur Erdanziehungskraft, was ja dazu führt, dass irgendwie so eine Bahn entsteht. Und die wird ja immer angezogen. Das heißt, es ist ja so eine Bahn, als ob sie halt fallen würde, was sie auch tut, dieses Objekt. Nur an einem gewissen Punkt, na, das sieht nicht so schön aus, nur an irgendeinem Punkt, wo sie eigentlich auf die Erde auftreffen sollte, fällt sie genau an der Erde vorbei sozusagen. Also das Objekt ist so schnell, dass es jedes Mal an der Erde vorbeifällt und sich deswegen durchgehend im freien Fall befindet. Und das ist halt das, was wir den Orbit nennen, wenn sich ein Objekt die ganze Zeit im freien Fall um, in dem Fall zum Beispiel, um die Erde herum bewegt. Das heißt, hier oben ist nur deswegen alles schwerelos, weil alle Objekte, die sich in der ISS befinden, inklusive der ISS natürlich selbst, befindet sich die ganze Zeit im freien Fall. Und im nächsten Video wollen wir doch auch gleich mal gucken, wie schnell muss man sich denn bewegen, um die ganze Zeit im freien Fall um die Erde zu sein. Oder anders gesagt, um halt dieser Zentripedalkraft, also dieser Kraft, die in Richtung des Mittelpunkts hier wirkt, um dieser Kraft entgehen zu können.